Ja, hallo Leute, grüß euch. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber jetzt geht's weiter. Ich habe da beim letzten Mal ein paar Sachen vergessen zu erklären. Und zwar erstens hier in dem unteren Menü hier, Voices unbedingt auf einstellen, ja, dass das Ganze monophon wird und wir keine überlappenden Kickdrums oder Bässe haben, ja. Und hier mit Velocity werden wir noch den Time-Parameter modulieren, sprich die Länge aller Hüllkurven. Ja. Kann man ganz interessante Effekte damit erzeugen. Ich habe das da aber trotzdem auf einen ganz minimalen Wert gestellt. Müsst ihr euch halt selber spielen, wenn es euch gefällt. Ja. Also momentan klingt das halt so. Mit extremeren Einstellungen kann man dann auch wieder solche drastischen Effekte erzeugen. Ich habe das lieber eher minimal. Ja, als nächstes. Wir wollen dieses Pitch Envelope nicht auf unserem Bass haben, ja? Das heißt, das da bitte gleich mal deaktivieren, genauso wenig wie am LFO. So, und hier beim LFO wiederum. Der soll nur auf den Bass wirken, ja. Ja, ich glaube, das war schon einer. Da beim Pitch Envelope, genau. Habe ich noch ein viel kürzeres Decay eingestellt als im ersten Video. Aus einem Grund, der sich jetzt nachher gleich von selbst erklären wird. Ja, fangen wir an mit den Makros. Machen wir es der Reihe nach. Fangen wir hier mit dem Bass an, mit unserem Operator A. Also das Ziel ist es, mit einem so einem Makro quasi aus einem so einem straighten Four-to-Floor-Pattern zu einem das Ganze zu einem Break zu machen mit einer so einer Reglerbewegung. Ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Also als ersten Parameter würde ich da diesen Loop Repeat Mode, also die Sync Trait wählen. Gehen wir mal zu Makro 1. Können wir uns aber auch gleich beschränken. Von Vierteln, ups, aufs, also bis Sechzehntel. Und diesen Chorus-Parameter. Das machen wir aber ganz minimal, nämlich nur zwischen einer Reshape von 0,5 und 1. Entschuldigung, ist ja in dem Fall keine Ratio, ist der Cross. Okay, das klingt jetzt momentan mal so. Ich schalte die anderen aus, damit wir das klarer hören. Das klingt mir jetzt aber noch zu abgehakt, deswegen werde ich da diesen Initial Parameter auch noch zu dem Makro 1 geben. Was dann so klingt. So, ohne dem noch einmal. Ja, weiter zu unserer Hi-Hat. Da ist es mein Ziel, dass wenn wir hier quasi diese Sechzehnteln spielen, dass der Hi-Hat-Pattern langsamer ist. Und wenn ich hier bei den Vierteln bin, was mir gerade aus ist, soll die Hi-Hat auch quasi schneller loopen. Das machen wir ganz einfach, indem wir das auch zu Makro 1 routen und das dann halt genau invertiert zu Oszillator A machen. Das heißt, wir gehen hier auf Sechzehntel und hier auf Viertel.
Ja, hier wirkt sie dann ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen jämmerlich. Deswegen werden wir ihr dann mehr Kraft geben, indem wir sie länger machen. Deswegen werden wir als nächstes gleich diesen Decay-Parameter mappen. Ja, schauen wir mal. Das heißt, wenn das langsamer repeated wird, soll die halt länger sein. Und wenn sie 16 spielt, soll sie ganz kurz sein. So wie wenn wir jetzt hier eine Closed Hi-Hat hätten und wenn es langsamer spielt, wird sie offen gespielt wird. Das heißt ebenfalls zu Makro 1. Da nehmen wir so einen minimalen Wert. Und ja, da spielen wir uns jetzt mal ein bisschen einen guten Effekt mit erzeugen. Da kann man vielleicht eine Spur lauter machen. Ja, da kann man vielleicht noch einen kleineren stellen, einen kurzen. Ja, weiter zu unserer Kick. Wir werden uns ebenfalls dieses Sync Break für den Loop-Modus wählen. Und da wählen wir jetzt als schnellstes Viertel und dabei ganze Noten. Was jetzt momentan noch keinen hörbaren Effekt hat, da wir hier dieses Rate der Vierteln haben. Das heißt, der kann nie diese ganzen ausspielen, wenn wir dann aber später noch diesen Rate Makro, diesen Rate-Parameter auf ein anderes Makro mappen, wird sich dann erklären, warum ich das jetzt gemacht habe. Ja. Jetzt hier aber noch beim Pitch Envelope klickt sie diesen kleinen Punkt an, dieses Decay Slope, und wählt das mal aus. Geht es auch zu Makro 1 und das mappen wir jetzt von 0. Ein bisschen eingehen, geht schneller. Und das ist verkehrt. 100 und 0. Das heißt, umso weiter wir in Makro 1 raufgehen, umso höher klingt die Kick auch. Ja, und jetzt bringen wir nochmal den Filter ins Spiel. Dafür werden wir jetzt diesen Low SVF wählen. Einen State Variable Filter, der die Eigenschaft hat, bei hohen Resonanzeinstellungen
Ja, da beginnt er selber zu oszillieren. Das heißt, er erzeugt dann selber schon noch ein Geräusch, ja? Was wir da auch gleich nützen werden. Von Haus aus klingt das jetzt mal so. Ah, ich habe das Envelope ja schon auf 100% gestellt. Und das Time-to-Velocity-Verhältnis auf minus 66. Wenn ich jetzt mit Decay nach unten gehe, da werden wir jetzt erstens mal den Cutoff zu Mark 1 geben und die Wirkung des Envelopes. So, alles falsch. Das lassen wir fix auf 100%. Dafür nehmen wir hier das Decay Time. Wir merken uns die auf Mark 1. So, jetzt werden wir da ein Minimum einstellen von ja, so um die 300 bis zum Maximum. Und Decay Time haben wir hier das Maximum beim Minimum. Das heißt, man braucht jetzt wirklich 60 Sekunden theoretisch, um auf diese 317 hinunterzukommen. Und beim Maximalwert werden wir uns jetzt mal spielen. Bringen es zuerst auf Maximum rauf. Und ich denke, das war's jetzt mal von Marco 1. Das sind jetzt eh schon 9 Parameter.